Nässe im Keller, Mauerfraß, Modergeruch, bröckelnder Putz, sogar Schimmelpilzgefahr. Durch Feuchtigkeit, die von unten kommt. Vor einem Jahr hat das Wasser hier so hoch gestanden, also ungefähr 7 cm hoch. Und da haben wir das immer mit dem Wassersauger wegsaugen müssen. Morgens und abends und mitunter auch noch zwischendurch. Und wenn wir da nur ein bisschen länger gewartet haben, dann ist es sogar hier übergelaufen. Ne? Die Fragels bekommen ein Angebot der Firma Aquapol. Die hat angeblich schon Tausenden von Hausbesitzern geholfen, deren Keller getrocknet. Mit einem physikalischen Wirkprinzip, das aufsteigende Feuchtigkeit durch bestimmte in der Natur vorkommende Schwingungen beseitigt. Preis 7.300 Euro für ein angebliches Hightech-System. Seit rund 2 Jahren hängt nun diese Kugel im Keller von Familie Fragel. Doch getan hat sich nichts. Klaus Bückner, Berater für Bausanierung bei der Verbraucherzentrale, schaut sich die Sache an. Wenn das Wasser aufsteigt, geht das hoch. Und dieses Gerät soll das bewirken, dass es eine Rückdrehung und das Wasser so weggeht. Ne? Ich bin vollkommen fassungslos, wie jemand eine leere Blechdose an die Wand hängt und den Leuten erzählt, dass dadurch irgendwelche Kräfte ausgelöst werden, geschweige denn Feuchtigkeit oder erdkinetische Drehungen manipuliert werden. Das ist einfach Unsinn. Abzocke im Keller, kein Einzelfall. Auf dem Markt tummeln sich viele dubiose Firmen. Denn feuchte Keller werden zu einem immer größeren Problem. Wir stellen eine Falle mit Hilfe von 2 Lockvögeln und Klaus Bückner als unabhängigen Experten. In diesem Keller fehlt eine Feuchtigkeitssperre am Fundament. Die Folge: überall an den Wänden aufsteigende Nässe. Dauerhaft helfen kann dagegen nur dies. Man muss verhindern, dass das Wasser in die Wand hineinkommt, damit es dort nicht hochsteigen kann. Das, was ich empfehlen würde, mein Favorit, wäre eine konventionelle Außenabdichtung, wo ich die Wand abdichte mit Bitumen, mit einer Kunststoffbahn und einer Außendämmung. Wir machen Termine mit Firmen, die besonders aggressiv mit fragwürdigen Methoden werben. Zuerst die Entfeuchter. Die werben mit kein Eingriff in die Bausubstanz. Umweltfreundlich und hohe Erfolgsquote. Pünktlich erscheint ihr Vertreter. Über versteckte Kameras und einen Monitor beobachtet unser Experte, wie der Mann vorgeht. Mit einem Messgerät prüft er die Feuchtigkeit an den Wänden. Sogar rund um die Heizung. Eigentlich ein bisschen leidenhaft, nicht? Weil direkt hinterm Heizkörper muss ich die Feuchtigkeit der Wand nicht messen. Nicht? Da ist nämlich keine. Nur eine knappe Viertelstunde dauert die Bestandsaufnahme. Dann das Verkaufsgespräch. Der Mann kommt sofort zur Sache. Sie sollten dringend etwas tun, sonst ruinieren Sie Ihre Bausubstanz. Unser System arbeitet mit einem elektromagnetischen Feld und drückt die Feuchtigkeit im Mauerwerk zurück. Drahtlos, nur mit einem kleinen Kasten an der Wand. Wir sind vom NDR und wir stellen den Mann zur Rede, fragen, wie das funktionieren kann. Also es wird ein Gerät installiert, 30 x 20 x 12 tief, was ein langwelliges elektromagnetisches Feld aussendet. Herr Bückner, klingt das realistisch oder fantastisch? Für mich klingt das eher fantastisch, dass ich durch ein elektromagnetisches Feld Wasser beeinflusse in einer Wand. Satte 3.800 Euro soll kosten, was nach Meinung unseres Experten nicht funktionieren kann. Nächster Termin, der Vertreter von EcoDry erscheint. Deren Leitspruch: für Mauern und Menschen. Dynamische Magnetfeldsequenzen sollen hier das Wunder bewirken. Der EcoDry-Vertreter nimmt sich immerhin 20 Minuten für seine Problemanalyse. Auch er spricht von dringendem Handlungsbedarf. Und preist dann wortreich die Vorteile von EcoDry an. Wir arbeiten ohne Chemie und ohne Eingriff in die Bausubstanz. Unser Verfahren nimmt unmittelbar Einfluss auf die physikalischen Eigenschaften des Wassers und stoppt so die Feuchtigkeit. Und so sieht das Gerät aus. Wieder konfrontieren wir. Wie soll damit Wasser zurückgedrängt werden? Das funktioniert nach dem kybernetischen Prinzip.
Das heißt, hier werden ein dynamisches Magnetfeld erzeugt, das dafür sorgt, dass die Wassermoleküle zerstört werden. Man kann natürlich durch ein elektromagnetisches Feld keine Moleküle zerstören. Das geht halt nicht. Die Wassermoleküle haben Wasser hat ein Wasserstoffatom, das in einem gewissen Winkel strukturiert ist. Und damit lösen sich diese Atome aus dem Clusterverband und dann werden die, wie soll ich sagen, in den Raum abgegeben. Aber das ist dann Kernspaltung, oder? Nein, die Struktur wird sich verändern. Das ist vollkommener Humbug, kann gar nicht funktionieren, weil ich kann die Molekülstruktur nicht verändern. Rund 60 Euro pro Quadratmeter verlangt EcoDry für sein System. Rund 6.000 Euro in unserem Fall. Naja, wenn so ein System 6.000 Euro kostet in diesem Fall, was fällt dabei für Sie ab? 10%. Also Sie arbeiten ausschließlich auf Erfolgsbasis? Nur auf Erfolgsbasis. Mit anderen Worten, je mehr solcher Geräte der Mann verkauft, umso mehr verdient er. Dritter Termin mit Aquapol, jener Firma, die feuchte Mauern mit Hilfe dieser Kugel und gravomagnetischer Kräfte trockenlegen will. Dauer der Problemanalyse diesmal nur 10 Minuten. Dann Panikmache mit Schimmelpilz. Die Feuchtigkeit ist extrem hoch. Da sind sicher auch schon überall Schimmelpilze in der Luft. Das ist auch gefährlich und kann krank machen. Mit unserem System haben wir den Keller ganz schnell trocken. Ein Pilz ist nicht da, sondern das ist eine Ausblühung, die Auflösung der Salze im Putz. Für 5.000 Euro bietet der Mann dann sein System an und verspricht sogar: Wenn Ihr Nachbar ebenfalls Feuchtigkeitsprobleme hat, dann profitiert er auch davon. Vielleicht beteiligt er sich ja an dem Kaufpreis. Wir sind vom NDR. Wir unterbrechen das Verkaufsgespräch, wollen mehr wissen über die Funktionsweise der Wunderkugel. Ich möchte, da Sie mich hier unvorbereitet überfallen, mich da in Ruhe darauf vorbereiten, möchte das Gespräch hier abbrechen. Fluchtartig verlässt der Aquapol-Vertreter das Haus. Wir bitten deshalb die Firmenzentrale in Wien um Stellungnahme zum wissenschaftlichen Nachweis. Die verweist auf ihre Homepage und eine Vielzahl von Gutachten, die die Wirksamkeit der Aquapol-Geräte dokumentieren. Das ist eine klare Abzocke, ganz klar. Man zahlt viel Geld für etwas, was gar nicht funktionieren kann. Das hat inzwischen auch Hans Fragel erkannt und die Kugel abgeschraubt. Wirklich Hightech? Hohl. Hohles Ding, ne? Volksverdummung. Ganz klar, Hokuspokus. Hans Fragel macht jetzt das, was als einziges dauerhaft gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Keller hilft. Aufgraben, dämmen und abdichten.